Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hinter uns liegt ein herausforderndes Jahr, das uns allen viel abverlangt hat. Bereits zum zweiten Mal konnten wir Weihnachten nur im kleinen Kreis feiern, mussten Schulunterricht und Kinderbetreuung anders organisiert werden, als wir uns das für die Kleinen und Kleinsten im Freistaat gewünscht hätten, und durften unzählige Feste und Kulturangebote nicht stattfinden, weil uns die Corona-Pandemie nach wie vor im Würgegriff hält. All das belastet und ermüdet. Umso wichtiger ist es, sich auf all das Gute zu besinnen, das im zurückliegenden Jahr passiert ist. Denn neben Corona gibt es viele weitere Aufgaben, die wir mit viel Tatendrang und guten Ideen angehen und Bayern weiter voranzubringen. So ist es uns nach intensiven Verhandlungen gelungen, das bayerische Klimaschutzgesetz auf neue, tragfähige Beine zu stellen. Wir konnten eine umfassende Transparenzoffensive für den Landtag beschließen, die bundesweite Signalwirkungen entfaltet hat. Außerdem haben wir erreicht, dass die Jugendbeteiligung im Freistaat deutlich ausgebaut wird. Und mit unserem Aktionsbündnis Ländlicher Raum stellen wir uns den Herausforderungen auf dem Land und erarbeiten gemeinsam mit den Akteuren vor Ort passgenaue Lösungen. Darüber hinaus können wir schon viele Vereinbarungen aus unserem Koalitionsvertrag erfolgreich umsetzen. Auf welche Ergebnisse wir dabei besonders stolz sind, haben wir in unserem Meinungsstück zusammengefasst. Außerdem beschäftigen wir uns intensiv mit der größten Herausforderung der Gegenwart, dem Schutz des Klimas und unseres Lebensraums. Welche Maßnahmen wir dazu im Landtag beschlossen haben, können Sie in unserem Schwerpunkt nachlesen. Ich wünsche Ihnen wieder viel Freude beim Lesen und vor allem bleiben Sie gesund.